Servus, Buros, Grande! Ja, bei Kies und Kreis im Garten, ja, da war heute was los. All die Menschen sind geschrumpft, doch ihre Schniedel blieben groß. Ja, die Ameisen, die staunten und die Zecken waren empört, weil sie ein riesenschlaffer Ding-Dong beim Höhlenbauen stört. Ja, Kies und Kreis. Ganz dumme Idee, Kreis. Ich habe gesagt, kein Glory Hole für was, Spinnen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Hast du gesagt, oh, wir brauchen eine Öffnung, wo die Spinnen ihren Rüssel reinhängen können? Wir brauchen doch den Spinnenmölk. Nein, wir brauchen keinen Spinnenmölk. Komm, jetzt hast du das Problem. Ich war doch gar nicht außer Haus. Ich stehe hier nur rum. Und weil du hier ein Schild hingehangen hast. Bitte ja, hier, liebe Spinne, Spinnen Rüssel reinhängen. Sind ja auch bekanntlich die besten Leser von allen. Ja, sind sie. Spinnen können verdammt gut lesen. Das ist eine gebildete Spinne. Das haben wir ein Riesenproblem. Wir brauchen Maidfatz. Wir brauchen kein Fatz, wir brauchen Wegrennen. Option Wegrennen. Ich bin der Meinung, wir sollten da hinten vielleicht auch noch eine Tür hinsetzen. Weißt du, dass wir auch hinten immer schön rausjumpen können? Ja. Mann, geil. Jetzt haben wir hier so einen Spinnenfreund. Gut gemacht, Kreis. Wirklich, du bist echt cooler Typ. Ja, kann ich auch so viel für. Hä, warum lässt du ihn hier frei? Ja, weil ich da andere Dinger hinbaue. Ich baue ein bisschen Ästhetik mache ich da rein, weißt du? Dann mache ich jetzt so eins. So eins. Dann in der Mitte kommt halt so eine kleine Tür. Aber diesmal nur so eine billige. Ja? Ja, okay, die Tür passt irgendwie nicht rein. Von der Höhe her, die ist ein bisschen größer. Wieso? Ah, die andere ist auch so groß. Okay. Die andere ist auch so groß. Ja, aber wir werden hier wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Und wir brauchen Stöckerli und Zweigis. Ja, deswegen suche ich ja Marienkäfer. Ach, weil du da die Stöckerlis und Zweigis rausgibst. Ja. Aus dem Leid und dem Elend unschuldiger Marienkäfer. Mit der Spinne stimmt irgendwas nicht. Ist sie weg? Nein. Ich habe hier ein Stöckerli, aber kein Zweigi. Boah, hier ist richtig viel Spinnennetz. Ja, weil wir hier auch einen Haufen Spinnen erlegt haben. Nein, ich meine Netz, wo noch intakt ist. Ja, das haben die damals dahin gemacht. Warum nimmst du eigentlich hier überhaupt gar keine Stöckerlis? Diese Schwebedinger mit. Keine Ahnung, wir haben hier noch welche in der Basis. Ja, weil Kreis sie immer mitnimmt und ablagert. Aber wir haben keinen Stock. Ich sehe hier keinen Stock mehr. Hier drüben ist ein bisschen Stock. Oh, ich sehe gerade, ich brauche auch unbedingt Essen. Essen und Trinken. Ja, Trinken brauche ich dringend. Ich hab hier ein bisschen Trinken. Was ist denn jetzt hin? Hier war doch eben gerade noch was. Hm? Hallo, Trinken, wo bist du hin? Hier. Und kommt der Trinken? Ich weiß nicht, welcher Halm es ist, wo das Trinken dran klebt. Oh nein, die Spinne verfolgt mich ja schon wieder. Was hat die denn für ein Problem mit mir? Keine Ahnung. Ey, die lässt mich nicht in Ruhe. Bitte geh woanders hin mit der Spinne. Bring sie bitte nicht zu mir jetzt, weil ich gerade hier einen Marienkäfer erledige. Okay, kriegst du es hin? Ja, der steckt fest. Hier ist auch jede Menge Holz. Die Spinne kommt automatisch, glaube ich, jetzt zu dir. Ich bin nämlich nicht mehr in ihrem Trigger-Modus, aber sie kommt zu dir. Oh ne, Mann. Ja, sie will dich. Jetzt gibt's vielleicht einen Fight. Spinne gegen Marienkäfer. Was haben wir dieser Spinne getan? Keine Ahnung. Wir müssen sie töten. Jetzt hat sie aber den Dings befreit. Kriegen wir die down? Was, die Spinne? Was saut uns hier die ganze Tour, ja. Weiß ich nicht. Irgendwas machen, um das Vieh loszuwerden. Jetzt rennt sie hier bei mir rum. Ich glaube, sie kann hier nicht... Sie kann hier hoch! Oh Gott. Lauf am besten... Ich geh nach Hause. Ja, lauf am besten in die Base zurück. Warum hasst mich dieses Drecksvieh so? Ist sie immer noch hier bei mir? Oder ist sie weg? Siehst du sie bei dir? Nee, ich sehe sie jetzt. Weil hier sind gerade Termiten. Ich will ihren Futz mitnehmen. Ich hab Durst. Ich hab Mörderdurst. Ich hab auch mega Durst. Kann man vielleicht aus dem Tetrapack noch irgendwas rausprügeln? Oder am Schlauch lutschen? Wir müssen unbedingt so ein Tau-Ding bauen, dass wir Tau sammeln. Ja, stimmt. Aber es müsste doch eigentlich gehen, oder? Ein bisschen Holz und Spinnenseide oder so ist es, glaube ich, nur. Naja, das war, glaube ich, nicht so krass.
So, ich habe hier ein bisschen trinken. Und wir müssen mal wieder zum Roboter. Einen haben wir durch. Ne? Verknarzt noch jagen gehen. Verknarzt Sparklies und dann hätten wir wieder Roboter-Quest. Überhaupt noch anwesend? Ja, bin ich, aber Ladybug. Alter, er hat einen Sprung gemacht! Und er ist tot. Nee, nee. Ich sag die ganze Zeit, lass den Ladybug in Ruhe. Ich brauche doch aber seine Teile, es bringt doch nichts. Wie sollen wir denn weiterkommen, wenn ich den in Ruhe lasse? Erklär mir das logisch. Keine Ahnung, mach doch ein Abkommen mit ihm. Sag, hey, ich gebe dir ein bisschen was von mir, du ein bisschen was von dir. Ja, gib mir deinen Kopf. Alter, wo bin ich hier gelandet? Warum? Oh oh, die Ameise will mich tot sehen. Nein, nicht gut. Gehst du in einen Ameisenbau, dann werden die aggressiv. Ich damit gerechnet, dass das hier so eine riesige Höhlenanlage ist. Wenn vorhin die Kackspinne nicht gekommen wäre, hätte ich den in aller Ruhe totpieksen können. Ja, aber ich bin ja schon weg. Ich bin ja nicht zu dir. Die kam halt einfach, weil sie gekommen ist. Kam, weil sie dich hasst. Spinnen hassen uns. Ich mach mal hier so einen Tausammler jetzt, ne? Ja. Wir so ein Ding mal besitzen. Au. Ist hier noch ein bisschen Eichel, wo ich mitnehmen kann? Wie ist denn hier der Spawn-Rhythmus? Weil jetzt habe ich ja wirklich alle Eicheln zerlegt. Nicht, dass sie jetzt nie wiederkommen. Aber ich glaube, wenn wir so einen Tausammler bauen, ich glaube, dann kommen nämlich die Ameisen und wollen uns ernten, ne? Ja, kann sein, dass sie unseren Tau lecken wollen, aber... Die wollen unseren Tau lecken. Okay, ohne Gras kommen wir nicht weiter. Ich weiß ja halt noch nicht, wo mache ich den Tausammler hin? Ich finde aber auch kein Wasser mehr hier an den... Alter, Tausammler braucht man eine Menge. Wir benötigen 6-mal Holz und 8-mal Quarz. Okay, das ist viel. Das Ding ist verdammt groß, sehe ich gerade. Das Ding ist wirklich verdammt big. Ich finde halt nichts zu saufen, das ist so unangenehm. Ich mache erstmal hier eine Decke für uns. Ich glaube, es wird Zeit für eine Decke. Ich verliere nämlich jetzt schon Energie, weil ich nichts zu trinken habe. Kann ich auch Schmutzwasser trinken? Ist das so schlimm, oder? Probier's aus. Halt Bauchweh bekommen, ne? So, ich mach mal hier eine Decke. Hier nehme ich dann die nächste Etage hochziehen können. So. La 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 la. Man bräuchte halt auch irgendwie härtere Waffen, ne? Ja, das sind halt alles die Dinge. Wir brauchen härtere Waffen. Ich glaube, eine Sache könnten wir schon bauen. Ich glaube, wir könnten schon so ein Messer bauen. Alter, der Insektenbogen. Wie geil sieht der denn aus? Dazu brauchst du Spider-Fang und Spider-Silk. Ey, den können wir schon bauen. Den Insektenbogen. Und was auch richtig stark sein soll, soll der Insektenhammer sein. Damit kannst du nämlich stunnen. Da werden die gelähmt. Und ansonsten brauchst du hier halt so ein Schwert. Ich glaube, so ein Schwert könnte ich auch schon bauen. Rein theoretisch könnten wir so Dinge schon bauen. Rein theoretisch? Rein theoretisch wäre das possible. Ich arbeite hier gerade an einem anderen Projekt. Immer noch der Marienkäfer? Natürlich, aber der kriegt immer wieder voll HP, weil ich den nicht töten kann. Vorhin hat er so ein Zweimann-Ding. Vorhin hat er so schön festgesteckt. Du weißt, der letzte seiner Art, ne? Ist mir egal. Wenn du den getötet hast, werden nie wieder Marienkäfer da draußen rumkäfern. Er ist aber der Quell. Oh Mann, ey, warum kriegt der immer wieder voll HP? Wo soll ich dir helfen? Sollen wir ihn gemeinsam machen? Ich frag mich, ich suche nur eine Stelle, wo man den einklemmen kann. Okay, ich werde dir helfen. Ich komm gleich. Warte, ich mach gerade noch hier die Lieferung hin. Dann komm ich und wir gehen gemeinsam gegen den bösen, bösen Marienkäfer vor. Ich suche nur einen schönen Stein, wo er sich einklemmt oder so. Hier ein bisschen Nuss in den Mund schieben. Der Eichelschmaus. Aber hier in so einem...
Komme! Oh, da ist eine Ameise. Ja, ich häng fest. Ameise, du willst jetzt nicht irgendwie Stress oder so. Die guckt mich so an, als würde sie mich essen wollen. Brauchen wir nicht auch noch Ameisen? Ich glaube schon. Hast du denn Pfeil und Bogen? Nein. Ich lock ihn schon hier. Ich lock ihn an. Achtung. Bam. 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 Hä, warum ist er wieder geheilt? Au, shit, ich bin tot. Warte. Ich versuche ihn wegzulocken erstmal. Nee, der will nur dich. Wer geht rückwärts? Der moonwalkt. Er geht rückwärts. Komm schon, komm schon. Hä? Passiert nichts. Okay, ich kann dir nicht aufhelfen. Willow! Irgendwie verbuggt. Warte. Jetzt, hier geht's. Thanks for saving me. Ja, hättest du halt. Oh, wow! Der hasst dich. Von mir will er gar nichts. Ja, ich bin der Marienkäferfreund. Ja. Moment, Moment, ich komme wieder nicht an dich ran, weil es so komisch ist. Hier. Du musst irgendwie einen Stein oder so. Ja, 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 ja. Aber er holt das macht er gleich wieder so ein Rammer. Oh! Jetzt standst du im Weg. Ja. Ja. Guck, der weiß einfach, dass ich einer von den Guten bin. Ja, Kumpel. Marienkäferfreund Kies ist mein Name. Mich willst du nicht, ne? Au! Alter, der hasst dich. Der hasst dich. Stein hoch! Kann ich nicht. Ich kann nicht loslaufen. Ich muss erst aufstehen. Ah, Mist. Soll ich mal auf ihn. Warte, ich werf nochmal auf ihn. Interessiert ihn null. Doch, jetzt greift er mich an. Warte, ich versuche ihn wegzulocken. Okay, ich turn around. Jetzt ist er wieder nett. Er ist wieder nett. Seine Augen leuchten nicht mehr rot. Ja, weil er durch mich, durch eine kleine Massage. Ist er jetzt wieder geheilt dadurch? Ich weiß nicht, jetzt steh erstmal auf. Wahrscheinlich. Weißt du, ich dachte hier an so einen Stein locken oder so, ne, damit er... Er ist wieder geheilt, ja. Oh, ist doch kacke, ey. Mein er Speer ist wieder geheilt. Vollkommen im Eimer wegen dem Scheißding schon. Hier ist noch so eine kleine Termite. Die brauchen wir auch immer, die sind immer gut. Richtig genervt. So, tot. Habe ich zweimal Futz bekommen. Oh, warte, ey, guck mal hier. Lock den da hinten hin. Warte mal ganz kurz, komm mal. Ih, Alter, voll die Made, Junge. Widerlich, ne? Ekelhaft. Ey, das gibt's nicht. Der haut mich direkt um. Vorsicht, Vorsicht! Oh. Ja, ich war nicht im Weg. Moment. Willow! Willow! Nee, komm ich noch nicht ran, aber er geht gerade gut weg. Du hast doch keine Mütze mehr. Hat er dir kaputt gemacht? Nee, ich hab dir alles kaputt gemacht. Nee, für den braucht man Pfeil und Bogen. Ja, ich kann keine Pfeile mehr bauen. What? Hab ich mich gerade selbst abgeworfen mit dem Ding? Hä? Wie ist das denn passiert? Gerade selbst abgeworfen mit meinem eigenen Speer. Ah, der ist wieder voll geheilt. Kann man den nicht einfach jetzt hier am Stein festklemmen? Komm hier hoch noch, komm hier hoch. Alter, what? Ein Hieb und ich bin fast tot. Und ich hab die Mega-Rüstung. Nee, da geht er weg. Bring den hier nicht. Ja, aber irgendwie müssen wir noch kriegen. Ja, Pfeil und Bogen. Super viele Pfeile, super viel Bogen und dann... Und eventuell eine kleine Chance. Ich bin wieder voll geheilt. Better than starving. Ja, wir brauchen Pfeil und Bogen. Warte mal, hier drüben ist Holz. Lass mal noch hier Holz mitnehmen. Das brauchen wir nämlich auch. Boah, wir werden so ein Holzproblem haben, ne? Da. Immer hier ein paar Latten mit. War ja einiges an Holz. Warum ist Holz eigentlich so selten? Ich meine, man braucht es für alles. Es ist super selten. Wir
Marienkäfer, glaub mir, wir holen uns Pfeil und Bogen, dann kriegen wir den. Ich habe einen Haufen von dem Termitenzeug. Wir haben Disteln. Ich habe einen Haufen Termitenschamhaar. Was hast du mit denen gemacht? Du hast ja. Für die Herren. Ich hab hier so einen kleinen Barberladen hinten aufgemacht. AliExpress oder? Nein, AliExpress habe ich da hinten. Was zur Hölle? Was sind das denn für Arbeiterameisen? Sehen die nicht anders aus? What? Was? Arbeiterameisen sind die ganz normalen Ameisen. Nee, die haben aber irgendwie größere Klauen. Schlimmer. Alter, wir haben hier eine Ameiseninvasion. Was, bei uns am Haus? Ja. Was haben machen? Die immer so riesige Scheren gehabt? Nee. Nee. Oder? Ich weiß nicht. Nein, komm doch mal her. Warte, ich erledige gerade hier den Marienkäfer. Oh Gott, immer noch der Marienkäfer. Es ist eine Passion! Ja, aber hier sind neue, super harte Killerameisen. Ist mir egal! Nur darüber informieren. Tot ist er! Tot! Herr mit dem Ding. Ekelhafter Käfer. Ekelhafter okay. Mensch. So. Endlich einen Schritt weiter gekommen. Und was machen wir hier mit unseren Ameisenfreunden, ha? Huh? Töten. Die alles töten will. Ja, Mord. Wir sind an dem Punkt, alles Mord. Die hatten irgendwie so ganz große Scheren, weißt du? Waren nicht diese ganz normalen, gewöhnlichen 0815 Ameisen, das waren Fortgeschrittene. Das waren Krieger, keine Arbeiter. Sag mir mal lieber, wo ich hier den großen Kriegersaft herbekomme. Ich brauche was für einen Kriegersaft? Ich brauche dringend was zu trinken. Ja, dann musst du hier meistens in den Baum reinrennen. Zwischen den Wurzeln. Da sammelt sich ab und zu Mjolk. Frischmjolk. Kriegt man denn eigentlich noch was aus dieser Saftpackung da hinten raus? Kann man da nicht irgendwie reinbohren und noch ein bisschen was rausschlabbern? Nee, glaube ich nicht, oder? Dann hast du jetzt die Materialien, die du brauchst für den super komischen Hammer, den du da bauen willst, oder eher negativ? Was für den... Nee, ich will den Hammer ja nicht bauen. Den Hammer bauen wir später. Oder Axt, oder was du da machen willst. Ich dachte, du willst eine Axt machen. Eine Axt, wegen Holz, weil wir doch so viel Holz brauchen. Dann hast du es hinbekommen. Ich weiß es noch nicht. Also ich denke schon. Ich müsste jetzt eigentlich Teile dafür haben. Beziehungsweise, wenn du nicht schon wieder alles aus den Kisten rausgelootet hast. Ja, jetzt bin ich's wieder, klar. Für irgendwelche Rüstungsteile? Ja. Ich hab mir gedacht, sparen wir die coolen Sachen für die Rüstungssache, für die Werkzeuge und er baut irgendwelche Rüstungsklamotten. Mhm. Ja klar, ich bin wieder der Böse. Ja, hab ich mir Rüstung gebaut? Nee. Die Rüstung hat uns eben gerade gerettet. Naja. Das war wohl fürs Allgemein. Ja, aber ich kann sie jetzt bauen. Kannst du davon zwei bauen? Nope. Wir brauchen noch ein Ladybug-Head dann und Bombardier-Parts noch. Oh ne, Bombardier-Parts. Wie ätzend das wird, die zu besorgen? Ja. So, dann kannst du jetzt hier so einen dicken Stamm wegholen. So, jetzt räume ich das erstmal weg hier. Also ist voll viel Spoiled-Kram drin, ne? Ja, aber das braucht man für irgendwas. Ich glaube, das kann man in Smoothie auch reinrühren. Pablet Spare, ich will den kaputt machen. Achso, muss ich ins Inventar dann, klar. Ladybug Parts, die kann ich aber wegpacken. So. Das kann ich ein bisschen stacken, das brauche ich gerade nicht. Da habe ich ja schon wieder voll viel Materialien. Ich will halt mal mein Haus hier ein bisschen ausbauen. Ich will so eine richtig schöne Jugendstil-Villa. So, und jetzt müsste es eigentlich. Jetzt gehen wir mal kurz gucken, ob das jetzt geht. Wir brauchen auch noch diesen besseren Hammer, ne? Ja, ja. Damit wir endlich mal hier die Minze. Aber dafür brauchen wir noch mehr Parts. Ultimative Erfrischung. Dafür brauchen wir noch mehr Käferzeug. So. Mal gespannt, was da rauskommt. So, guck mal hier. Zack, 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 zack. Schön alles gebaut. Gebaustadt. So, jetzt haben wir wenigstens eine neue Holzquelle. Ja, aber es sind auch nicht so viele, ne? Wenn die weg sind, ist alles weg. Die Frage, wann wuchert es nach? Im Moment brauchen wir, glaube ich, kein Holz. Jetzt müssen wir die nächste Etage machen. Da, warte, ich mache mal hier eine Treppe, dann kannst du hier schon mal was reinsetzen. Moment. Und wir müssen zum Roboter.
Warum? Achso, wir haben gar keine Queste mehr, oder? Ja, wir haben schon eine fertig. Ups. Ich habe aus Versehen meine Axt geworfen. Ja, das ist mir auch schon. Das wäre mir auch schon ein paar Mal vorgekommen. Wo ist die hin? Ich sterbe gerade, weil ich nichts zu trinken habe. Untergefallen. Meine Axt? Ja, wo ist die hin? Eben hier durchgefallen. Wow, okay. Ich glaube, da hinten kommt wieder irgendein Vieh. Hier ist sie durch. Ah, hier unten. Hattest du jetzt eigentlich diesen Glücksaxt Kollektor gebaut? Nee, der braucht ja sau viel Quarz, Holz. Holz, Holz haben wir ohne Ende jetzt. Und der Kollektor lockt halt Ameisen an. Ich werde den oben bauen, weil der ist auch riesengroß. Das ist ein Riesending. Und die Folge schon wieder rum. Und ich bin bald tot. Ich werde jetzt gleich sterben. Weil ich mache jetzt hier gerade Ebene 2. Ja, das ist gut. Na gut, ihr müsst jetzt Schmutzwasser trinken gehen, bleibt ja nichts anderes übrig. Oder hier gibt's. Warte, komm mal mit, folg mir mal. Komm mal her. Zeig dir, wo ich immer mein Wasser herbekomme. Das ist eigentlich meistens etwas. Ich kriege hier halt gerade True Damage. Moment, 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 jetzt entspann dich. Also ich gucke immer hier, da ist schon mal Wasser und da hinten ist Doppelwasser. Ach, da im Blatt. Sag dir doch, geh zum Baum zwischen den Wurzeln. Ich war am Baum zwischen den Wurzeln, da war nichts. Aber da ist doch was. Ja, oben auf dem Blatt. Ja, auch zwischen den Wurzeln. Unten sind zweimal Doppeldinger. Ja gut, das war vorhin noch nicht klar. Ist clean. Ish. So, wir müssen halt jetzt die Ebene bauen, aber die Folge ist durch. Ist durch. Leute, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Bewertung da lassen, damit wir im Urlaub entspannen können. Denn Bewertungen entspannen uns. Bis zum nächsten Mal und tschüss.